Jeden Tag spülen wir mehrere Liter bares Geld die Toilette herunter und merken das nicht mal dabei. Wir verschwenden einen wertvollen und kostenlosen Dünger und kaufen uns dann für unsere Pflanzen im Gartencenter zum Beispiel einen Dünger. Gehörst du auch zu den Menschen, die das Potenzial von Urin im eigenen Garten nicht kennen? Nein? Dann lass mich dich bitte aufklären, wie wertvoll diese Ressource für deine Pflanzen sein kann. Deine Pipi hat wertvolle Nährstoffe, die für das Pflanzenwachstum essentiell sind, darunter Stickstoff, Kalium und auch Phosphor. Besonders Stickstoff in der flüssigen Form ist besonders verfügbar für deine Pflanzen. Außerdem mögen einige Pflanzen, wie zum Beispiel die Tomaten, einen etwas säurigeren Boden und den kannst du halt auch mit dem Urin erreichen. Wichtig ist, dass du das richtige Verhältnis einhältst, wie zum Beispiel auch bei den Jauchen 1 zu 10. Das heißt ein Teil Urin auf 10 Teile Wasser. Denn pur kann es etwas zu stark für deine Pflanzen sein und wichtig ist auch, wenn du das Urin verdünnt hast, auch nicht direkt auf deine Pflanzen zu gießen. Außerdem achte darauf, dass du wirklich gesund bist. Ich zum Beispiel bin veganer Rohköstler, faste regelmäßig und nehme auch keine Medikamente zu mir. Das heißt, mein Urin ist halt dementsprechend auch etwas sauberer und ich kann es auch hier unbedacht nutzen. Es ist genau das gleiche, wie wenn du zum Beispiel Pferdemist holen möchtest, dann achtest du auch darauf, dass das Pferd jetzt nicht vor dem Koten irgendwie eine Entwurmung hatte oder sonstige Medikamentezugabe, weil das kommt ja wieder zurück in den Kreislauf und bei dir in den Garten rein. Jetzt kann ich mir weniger vorstellen, dass jeder von euch einen riesigen Garten hat, wo er seinen eigenen Urin ausbringen kann. Von daher kann ich nur Folgendes empfehlen. Sammle deinen Urin in einen Kanister, den du luftdicht verschließen kannst und dann gehst du genauso vor wie bei der Herstellung von effektiven Mikroorganismen. Das heißt, du nimmst zum Beispiel auf einen 10 Liter Kanister 1 Liter effektive Mikroorganismen, gibst dann noch Futter hinzu, zum Beispiel Melasse oder auch Honig und den Rest füllst du dann mit dem Urin auf. Jetzt lässt du den Urin vor sich hin fermentieren und die Bakterien werden da einen wertvollen Dünger umwandeln. Das Ammoniak wird umgewandelt und das ist leichter verfügbar für deine Pflanzen. Außerdem wird die Verfügbarkeit von Kalium und Phosphor erhöht und du hast jetzt einfach einen Dünger, den du über mehrere Zeiten auch lagern kannst. Bei Bedarf kannst du dann das für deine eigenen Pflanzen nutzen oder auch um deinen eigenen Kompost zu aktivieren oder zum Ablöschen für deine Pflanzenkohle. Also Dünger kaufen ist von gestern. Spar Wasser, spar Geld und deine Pflanzen bekommen noch die Informationen von dir. Ich glaube, ich soll jetzt hier mal besser aufhören, sonst trifft man noch zu sehr ins Spirituelle bzw. ins Esoterische. Und das ist vielleicht mal ein Thema für ein anderes Video, wenn überhaupt. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Hier links zu meiner Seite findest du noch einige spannende Videos, die dich auch interessieren können. Und sonst wie immer, gerne freue ich mich über einen Daumen nach oben. Kannst auch gerne unter die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen du mit Urin auch gemacht hast in deinem Garten. Ob du es überhaupt nutzt oder ob du überhaupt wusstest, dass es ein Dünger ist. Gerne auch ein kostenloses Abo hinterlassen, Webseite auschecken oder auch Social Media Kanäle für weitere Inhalte hier von meinem Projekt. Und sonst freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.